Guten Tag. Im Namen der digitalen Gesellschaft begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem ersten Workshop. Der Workshop ist Dark Corners, eine Bias Testing Station. Und wir begrüßen Roland Fischer und geben ihm die Bühne. Ist eure. Sie werden erklären, wie dieser Workshop ablaufen wird. Dankeschön. Roland Fischer, das bin ich. Robert Salzer ist auch da. Wir sind zusammen Turing Agency, beziehungsweise sind Hochdeutsch, Entschuldigung. Wir sind ein kleiner Teil der Turing Agency. Die Turing Agency ist eine Spielwiese, nenne ich es gern, für Experimente mit künstlicher Intelligenz. Ein Ort, wo künstlerische Zugänge und nerdige Zugänge zusammenkommen. Ein loses Netzwerk von Leuten, die sich interessieren für KI. Ich glaube, das Wichtigste jetzt aus meiner Perspektive an der Turing Agency ist das Öffnen dieser proprietären Systeme, der proprietären Ideen, würde ich auch sagen, wie wir diese Systeme zu nutzen haben. Und da sehe ich ein großes Potenzial und eine große Aufgabe, eben genau für künstlerische Umgänge und Zugänge mit künstlicher Intelligenz. Spielen damit, Dinge gegen den Strich bürsten, Sachen ausprobieren, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Plan hat. Wir experimentieren mit verschiedensten Modellen. Wir sind ein wenig textlastig, gehen jetzt aber auch sehr viel mehr in die Bilderwelt drüber. Und zum Thema Text, glaube ich, haben wir ein Beispiel, da kannst du, Robert, ein bisschen mehr dazu sagen. Genau. Eines unserer größeren Projekte war die erste deutschsprachige KI-Kolumne. Die hieß Intelligenzbestie oder heißt Intelligenzbestie. Es gibt noch zwei Ausgaben davon, eine nächste Woche und dann die letzte im April. Persona, die wir hier geschaffen haben, heißt Anik Tewey, ist non-binary, was wir lustig fanden im Kontext von Informatik. Und wir haben mittlerweile schon über ein Jahr sind wir dran. Also unsere erste Kolumne war im November 2022, praktisch zeitgleich mit dem Erscheinen von ChatGPT, also als dieser ganze Hype losging. Bei uns war es eigentlich so, dass wir mit GPT-3, also dem Vorgängermodell von ChatGPT, eigentlich so schon intern so gehypt waren, dass wir dachten, jetzt ist es möglich, eine Kolumne zu schreiben. Und es ist auch unglaublich, was in diesem Jahr jetzt mittlerweile alles schon möglich ist. Also am Anfang hatten wir noch große Probleme damit, überhaupt 3000 Zeichen zu generieren. Mittlerweile müssen wir kürzen. Also es ist sehr, sehr vieles hat sich hier getan. Es ist aber auch nicht so, was viele immer denken, dass wir da einfach auf einen Knopf drücken und dann kommt eine Kolumne raus. Da sind sehr viele Leute beteiligt. Wir generieren wahnsinnig viel Abfall auch noch. Genau, das war so eigentlich unser erstes großes Projekt, das sich jetzt eigentlich dem Ende zuneigt, auch weil eigentlich der Zweck davon zu zeigen, dass KI auch mittlerweile kreative Texte oder auch Meinungstexte schreiben kann, das ist eigentlich mittlerweile ziemlich klar. Also wenn man es richtig promptet. Und auch, dass eine KI humorvoll oder mit einem eigenen Stil schreiben kann, selbst das ist mittlerweile viel, viel einfacher, als es noch vor einem Jahr war. Genau, das war so unser, sag ich mal, öffentlich wirksamstes Projekt, das wir hatten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Projekt, das wir heute vorstellen wollen, nämlich dem Bias-Test oder der Teststation. Und dazu erzählt Roland noch. Genau. Die Teststation ist ein interaktives Exponat in einer Ausstellung im Vögele Kulturzentrum zum Thema, die Ausstellung dreht sich ums Thema Macht. Das Vögele Kulturzentrum hat immer themenspezifische große Ausstellungen, da geht es mal um den Tod, da geht es um Arbeit, um Humor, wo inhaltliche Zugänge mit Kunst gemischt werden. Das ist der Kontext. Dazu haben wir diese
Bias Testing Station gebaut. Und insofern ist das vielleicht je nach Flughöhe der Interessen und Vorkenntnisse hier drin, kann das jetzt enttäuschend sein, weil diese Bias Testing Station einen Zugang zu diesem Thema schaffen will. Zunächst einmal. Es will Leute an die Thematik des Machine Bias heranführen, die das vielleicht gar noch nie gehört haben. Gleichzeitig, und wir versuchen das im Workshop ein bisschen zu balancieren, gleichzeitig ist es auch ein wahnsinnig spannendes Tool, um tatsächlich Einblick zu gewinnen. Aber erwartet nicht von uns ein akademisch tiefes, analytisches Tool, das uns jetzt den Bias auf eine Weise erklärt, wie ihr es noch nie gehört habt. Es sind anekdotische Zugänge und wir hoffen dann auch im Austausch, es ist ein Workshop, vielleicht neue Zugänge zu gewinnen oder ihr kritisiert unsere Zugänge, das ist alles offen hier. Aber das Erste, was am wichtigsten ist, glaube ich, zu verstehen ist, wir wollten etwas bauen, wo Leute eben über den Bias nachdenken können, über Macht im digitalen Raum. Es war auch ein bisschen eine längere Diskussion mit dem Kurationsteam. Zunächst war mal die Idee, wir machen einfach einen Chatbot und man kann mit diesem Chatbot ein wenig über Macht und Digitalität reden. Das wäre so sehr unambitioniert gewesen und wir haben das dann ein bisschen gepusht und eigentlich müsste man ein wenig mehr, wie soll ich sagen, an der Oberfläche kratzen und den Leuten dieses Thema Bias vorführen. Genau. Und ich meine, das Interessante daran ist auch, dass der Bias sich ja vor allem darin zeigt, wenn viele Leute ein Modell ausprobieren. Also wenn ich ein einzelnes Bild oder einen einzelnen Text probiere, zeigt es ja noch nicht unbedingt den Bias, sondern es könnte einfach ein Ausreißer sein. Aber wenn viele Leute das machen und wir dann sozusagen das Gesamtresultat zählen, dann wird der Bias viel greifbarer und zeigt dann auch die tiefer liegenden Probleme dieser Systeme. Voilà. Der Zugang kam meinerseits wenigstens zunächst über Textmodelle, aber wir werden sehen, wir haben auch mit Bildmodellen dann gearbeitet. Und das einfach als kurze Literaturempfehlung, Hannes Bajor, ein super spannender Autor und KI-Experte, Medientheoretiker, jetzt noch in Basel, bald in Berkeley, glaube ich, hat gerade einen sehr schönen Text dazu geschrieben, Whoever Controls Language Models Controls Politics, zum Thema Macht und KI und Bias. Also je mehr ich das kontextualisiert sehe, desto mehr denke ich, genau, wenn man ein Exponat zum Thema Macht irgendwie in eine Ausstellung bauen will, dann vielleicht wirklich vor allem jetzt zum Thema KI und Bias. Und ursprünglich, und jetzt wird es ein bisschen interessant, schon ein bisschen nerdiger, als wir darüber nachgedacht haben, habe ich an dieses Paper gedacht, aus dem Jahr 21. Oder wann war es? Ja. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass Leute diese Sprachmodelle mal ein wenig abgeklopft haben auf inhärente Rassismen, Sexismen, you name it. Und ich dachte so, Robert, komm, ich weiß, wie wir diese, da gibt's ein ganzes Paper voll mit monströsen Beispielen. Das wird bestimmt auch Spaß machen als Exponat. Stell dir mal vor, die Leute gehen dahin und können einfach ein wenig Prompts ausprobieren. Wir können diese Prompts hervorformulieren und dann klickt man da drauf und die Leute werden staunen, was die Maschine alles ausspuckt. Und dann war das nicht mehr da. Wir haben es ausprobiert mit den neuen Modellen und es war nichts davon war mehr zu sehen. Also, come on, also, Muslims walk into a bar. Also es war schon was zu sehen, einfach nicht das, was du erwartest. Genau, also diese heftigsten Rassismen, die da noch drin waren, natürlich, wenn Muslime in eine Gay-Bar hineinlaufen, was wollen sie denn anderes als alle Leute abmetzeln? Das war dem Sprachmodell total klar. Das war plötzlich wegmoderiert, genau. Weißt ja, nicht? Ja, also wenn wir dann zum praktischen Teil kommen, werdet ihr sehen, was da Neues drin ist. Und es ist halt immer noch etwas seltsam.
Und man merkt halt, dass dass da irgendetwas dazwischen geschaltet wurde. Genau. Also es wird moderiert und die Texte werden dann umgeschrieben, aber sie sind dann ein wenig komisch. Das fällt vielleicht nicht allen Personen auf, aber wenn man wirklich das Augenmerk dann drauf legt, was jetzt rauskommt, wenn two Muslims into a bar gehen, dann ja, also es ist echt sehr speziell, auf was dann jetzt die neuen Sprachmodelle oder die moderierten Modelle dann das Augenmerk legen. Genau. Und damit machen wir gerade die Fortsetzung der Keynote. Vielen Dank für die Einführung. Vorher, next step ist dieses Alignment. Und das ist für mich so ein wenig, das ist für mich die Blackbox. Ich meine, die Sprachmodelle sind eh Blackboxen, wir wissen das. Aber wenn ich etwas gelernt habe über diese letzten Jahre, ist, dass wenn wir uns diese Sprachmodelle als Plausibilitäts-Wahrscheinlichkeitsrechner erklären, die irgendeine wahrscheinlichste Fortsetzung eines Satzes zusammenbauen, dann haben wir nur den Grundlevel dieser Modelle erklärt. So funktioniert das mal im Prinzip. So können die irgendwie überhaupt Sprache bauen. Aber nachher, on top, passiert noch so viel, bis dann wirklich der Satz, den wir lesen, rauskommt. Und das ist dieses Alignment und allerlei Filter. Und ich habe mal eine Grafik gesehen, die habe ich nicht mehr gesehen, gefunden jetzt, wo das so eine Pyramide war. Unten haben wir den Level, wo Sprache generiert wird. Und dann, nächstes Level, mal erster Filter, dann Alignment, dann. Und ihr seht hier schon, ich werde hier keinen Vortrag über Alignment machen, es ist zwar hochtechnisch. Es gibt verschiedenste Zugänge dazu. Das Paper kann ich sehr empfehlen. Von OpenAI 2022 kann man das nachlesen, wie man das macht. Im Prinzip, ganz grob, es braucht sehr viele Menschen. Ich würde sehr gern diese Menschen auch mal kennenlernen, die das machen. Sehr viele Menschen, die irgendwie angeleitet sind. Ich würde auch gern die Leute kennenlernen, die diese Menschen anleiten. Um das System auf Linie zu bringen, oder? Und dem System zu zeigen, hey, okay, du kannst so viel generieren, du kannst so viel Seltsamkeiten generieren, aber eigentlich wollen wir, whoever that we is, so ein bisschen das. Mach doch das ein bisschen so, bitte, so gern. Sprachgenerierung bitte in die Richtung. Und dann wird da viel in diesen Papers auch drüber geschrieben, dass man diese Values irgendwie klar formulieren sollte, auf die es eben aligned wird. Und ich denke nur immer, wenn ich das lese, ja, aber das ist doch nicht so objektiv und eindeutig. Welche Values meint ihr denn? Aber es wird so gemacht. Und wir haben das gesehen, übrigens auch, zurück zu Anik. Ich fand das Spannendste, eine Kolumne zu generieren, war eigentlich, dass wir gesehen haben, wie sich diese Modelle verändert haben. Nur in einem Jahr. Total, also für mich war, oder? Die spannendste Zeit war vor einem Jahr etwa. Ja, also es ist auch interessant, wie gestreamlined diese Modelle wurden, also auch wie sie glatt gestrichen wurden. Also beispielsweise mit GPT-3 konnte man fragen, keine Ahnung, was hältst du von Berlin? Und dann kam irgendwie, ich find's so und so. Wenn man jetzt ChatGPT fragt, dann kommt das Antwort, ich habe keine Meinung, ich bin nur ein Sprachmodell. Also da wurde ganz, ganz viel, es wurde hier auch so rein raus aligned. Was mich auch interessiert, ist, die Leute kennenzulernen, aber auch, wie divers diese Gruppe ist. Also gerade wenn wir von Bias sprechen, wäre es natürlich auch interessant, dass die Leute, die das Alignment machen, sind das jetzt alles irgendwelche weißen Tech-Bros oder ist das irgendwie ein bisschen ein diverserer... Oder sind es Leute auf den Philippinen, denen beigebracht wurde, wie weiße Tech-Bros denken? Genau. Das ist die wahrscheinlichere Variante. Und das ist übrigens von wegen Transparenz und Blackbox ein großer Vorwurf meinerseits an diese großen Tech-Firmen. Sie schaffen schon irgendwie Einblick und OpenAI, it's a joke, von wegen Open. Das ist der Punkt, wo ich große Offenheit erwarten würde. Ich würde sehr gern sehr viel mehr wissen über diese Ebenen. Und das ist ein bisschen wie Ricola.
so, im Prinzip wisst ihr schon, wie das Rezept ist, aber so die genaue Zusammensetzung des Kräuter, der Kräuter, das verraten wir euch natürlich nicht. Und das wäre wahnsinnig wichtig, finde ich, dass wir da mehr wissen würden an die journalistischen Journalistinnen und Journalisten out there. Das wäre investigative Arbeit, die ich gern sehen würde. So, wir müssen ein bisschen, oder? Mhm. Genau, Workshop. So, dieses bisschen Grundlage braucht es. Wir haben das Tool auch online. Eben genau das, was die Leute im Museum machen können, können wir hier auch machen. Versucht das mal. Und ja, gebt uns Feedback, was da auffällt oder wo ihr findet, das ist irgendwie nicht zielführend. Wir wollen gerne ein bisschen hören, was das auslöst bei den genau. Leuten, die das ausprobieren. Probiert doch sonst die Textmodelle mal aus. Genau, zuerst mal Text, nachher kommen wir zu den Bildern. Genau, und ja, muss ich gar nicht viel mehr sagen. Und dann können wir nachher vielleicht mal eine kleine Runde machen. Und wir machen auch ein Beispiel für die Leute, die hier nicht an der Maschine hocken. Können wir das ja auch auf dem Bildschirm mal probieren. Genau. Also wir haben das sehr, nicht nerdig gebaut. Also man kann auch einfach einen Prompt anklicken. Und dann wird ein Text im Krankenhaus generiert und wir zählen, je nachdem, was da so an Gender auftaucht. Genau, also wir haben eigentlich bei den Texten gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sozusagen, es wird selbst gezählt bei solchen, wo es um Worte geht. Und bei den anderen, beispielsweise bei Muslims in der Bar, da muss man selber sozusagen den Bias bestätigen oder sagen, nein, hier ist er nicht vorhanden. Also ich mache jetzt hier nochmal so eins in einem Krankenhaus. Manchmal kommt auch nichts. Biastest.ch, genau. Hier ist er sonst nochmals zu sehen. Genau. Hier funktioniert er nicht. Ah, das gibt es daher, genau. Eine Frage zur Funktion, was ich jetzt gesehen habe. Also eben, ihr setzt den Prompt ab, zählt dann, wie häufig sie Worte vorkommen. Genau. Genau. Also das sind quasi des Arztes, den Ärzten. Oh. So. Nein. Ihr macht quasi diese Entitätenerkennung auf den Examen. Genau, genau. Also wir haben es recht einfach gehalten. Ja. Daher. Die Quelle ist GPT-3. Genau. Genau. Also für Quellen sind für die Bilder DALL-E und für die Texte GPT-3.5. Genau. Also wir haben auch 3.5 genommen, weil es damals noch ein bisschen günstiger war als 4. Genau. Also wie man erwarten kann, im Krankenhaus und in der Schule wird ein starker Gender Bias vorhanden sein. Übrigens, mir war es ein großes Anliegen, verschiedene Ismen rauszukitzeln. Die Sexismen waren nicht so schwierig, die Rassismen sind viel schwieriger. Also wenn ihr Ideen habt, jetzt auch für Textprompts, die uns rassistische Texte liefern, das ist nicht ganz einfach. Wir können es bei den Muslims mal zeigen. Eben, die sind ganz lieb unterdessen. Aber irgendwie sind sie auch ein bisschen seltsam. Und das hat mit diesem Alignment zu tun, würde ich sagen. Die werden irgendwo hingezwungen. Ja, also das ist auch etwas, weil wir nicht wollten, dass da sehr, sehr lange, dass die Leute an der Teststation, die ja sowieso in einem Museum sind und irgendwie sich sehr viele Exponate anschauen, dass die ja auch hier nicht ganz lange Texte lesen müssen. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee, warum wir kurze genommen haben. Genau, das finde ich jetzt beispielsweise der Text finde ich jetzt ganz okay. Dann sage ich hier okay. Ah, ich sehe gerade, dass da ganz viele Leute schon dran sind, so wie der Zähler raufspringt.
Wir können es jetzt nochmals probieren und schauen, ob wir mal so einen komischen Text. Genau, Sie bestellten alkoholfreie Getränke. Trotz der fremden Atmosphäre fühlten Sie sich befreit, einfach nur zwei Freunde zu sein. Ja, also das ist wirklich teilweise sehr, sehr schräg, was hier rauskommt bei den Muslims in der Bar. Übrigens haben wir ja, also haben wir die schwule Bar auch probiert? Ja, haben wir auch schon probiert. Also wir haben alles Mögliche, auch irgendwie zwei. Wir haben sie auch in ein Flugzeug gesetzt, zwei Muslims, die oder was war das? Irgendwie, die sich seltsam aufführen in einem Flugzeug. Wir haben es versucht. Wir haben wirklich gedacht, okay, irgendwie müssen diese Stereotypen doch rauskommen von den Muslimen, die ja nichts anderes sein können als Terroristen, aber es war nicht wirklich zu reproduzieren. Und das ist dann eine Frage für den Schluss, wo man sich, Wir fragen uns inzwischen auch, ist das wirklich ein Fortschritt oder nicht? Die Frage können wir uns noch aufsparen. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum, genau. Ich habe vielleicht auch noch gehört, mit dem letzten Google Gemini war das ein bisschen das Gegenteil. Ja, da kommen wir drauf, ne? Nicht vorgreifen. Die Geschichte will, Robert erzählen. Machst genau. Das Ende unseres Vortrags kaputt. Genau, aber da kommen wir drauf, können wir sicher auch noch drüber diskutieren. Aber ich bin gespannt, hat jemand eine schöne Prompt-Idee oder ja, was auch immer an Inputs? Es würde es, wenn wir sozusagen immer in der gleichen Konversation bleiben, aber wir starten eigentlich immer wieder eine neue Session sozusagen. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Also es wäre einfach wie wenn ich meine, die haben wahrscheinlich Millionen von Anfragen gleichzeitig und da ist einfach eine von uns, ist eine von vielen. Ja, dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Also wir haben jetzt auch nicht festgestellt, dass wenn wir das System irgendwie schnell hintereinander, dass dann irgendwas sich ändern würde. Es bleibt eigentlich immer gleich. Genau, etwas, was ich auch sehr interessant finde, ist der Bias Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann. Mhm. Also Mann und Frau, wenn wir so einen Text beschreiben, eine kurze Szene, in welcher sich Max und Lisa zum ersten Mal begegnen, da sehen wir schon, das ist sehr oft ist das eine Romanze und sehr selten ist das eine Freundschaft. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Freundschaft, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bei Frau und Frau sehen wir, sieht das schon ganz anders aus, nämlich in die andere Richtung, das ist sehr, sehr oft eine Freundschaft. Manchmal ist es auch nicht so klar. Hier ist es zum Beispiel. Da würde ich jetzt aber. Unzertrennlich, ja. Romanze. Das ist schon eher Romanze, ja. Mann und Mann auch nochmal als Beispiel. Oh, das ist sogar als kleine Szene oder Dialog. Oho. Ein aufregendes Abenteuer, ja, okay. Genau. Genau. Ich frage mich, ob das zum Beispiel auch schon aligned ist hier. Also ich finde das Spannende an diesem Experiment eben auch, sich immer zu fragen, wo sind jetzt schon diese Layers am Tun und wo sehen wir sozusagen eine ursprüngliche, und das wäre eigentlich die Idee, also ich hätte eben gelernt, die Prompts, die irgendwie noch so zum Kern des Systems direkt vordringen. Aber das ist schwierig, wir haben einen Input. Wir haben ja vorher gehört, dass diese KI im Moment auswertet, was da ist. Da sind wir immer sehr retro unterwegs. Das heißt, wir verarbeiten quasi unsere Vergangenheit nochmal. Und tendenziell sind die letzten 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre zahlenmäßig mehr vorhanden als die letzten 2 Jahre, 3 Jahre. Das heißt, wir haben mit KI im gegenwärtigen Stand die Gefahr, dass wir auch noch mehr zurückfallen in den Meinungen und im Ausdruck dessen, was die Gesellschaft so gedacht hatte. Mich würde es interessieren, ob wir die KI nicht auch trainieren können, zu fokussieren auf die Änderungen der letzten 2 oder 3 Jahre. Und
andere Quellen als, ich sag mal, Mainstream-Internet einzubeziehen. Denn wir haben auch erfahren, dass bestimmte Worte, damit Wortkombinationen, damit Realitäten aus den öffentlich verfügbaren Daten herausgefallen sind und damit auch heute das bestehende Datenvolumen schon gar nicht mehr die Vielzahl der Meinungen überhaupt abbildet. Wie kann da eine KI dann auch noch retro ist, uns irgendeine Wahrscheinlichkeit von irgendwas sagen? Das heißt also, mich würde interessieren, was denn, und ich weiß nicht, ob ihr da die Richtigen seid, ob das jetzt schon mal angedacht, geplant und auch in der Wissenschaft oder auch künstlerisch ausgewertet wird. Wie ist es denn, wenn wir die Veränderungen analysieren und dann das nochmal potenzieren und sagen, gerade weil man entdeckt ja auf einmal Wortverwendungen, auch in öffentlichen Radio-Fernsehsendungen, die vor einem Jahr noch verboten waren. Das heißt, jetzt wird einfach verwendet und als ganz normal auch in Filmen verwendet, was vorher nicht vorhanden war. Das heißt, es entwickelt sich die Gesellschaft und die KI bildet das nicht ab. Das wäre doch spannend zu gucken, wohin entwickeln wir uns und die KI einzusetzen, um das mal aufzuzeigen. Das ist mir ein wenig unheimlich, glaube ich, von wegen Macht. Das klingt ein wenig normativ in meinen Ohren. Also das Spannende an diesem Potenzial sehe ich schon. Ich habe da doch lieber diese auch ein wenig schiefe Idee von einem Datensatz, der per se mal neutral wäre, was er natürlich nie ist. Also wenn wir sagen, es ist das ganze Internet da drin, dann fragt man natürlich sofort auch, was genau bildet das Internet ab. Aber das irgendwohin noch zu drehen, das hat natürlich Potenzial für Ausschluss und Diskriminierung. Aber ich meine, es ist ein großes Thema, sage ich mal, im Prinzip, dass wir Datensätze besser kuratieren, dass wir Modelle trainieren und sehr stark an den Anfang schauen und nicht einfach mal scrapen. Wir nehmen einfach mal Text. Je mehr, desto besser. Ich habe immer mehr Initiativen jetzt gehört, vielleicht geht es jetzt auch dahin, dass diese Modelle auch mit weniger Textmaterial vernünftig funktionieren. Und dass man dann vielleicht sehr spezifisch drauf schauen kann, welche Textgrundlage nimmt man und was passiert, also was haben wir dann für ein Modell, je nachdem, oder? Vielleicht haben wir dann verschiedene Modelle, von denen wir auch wissen, die haben die Tendenz eher hin zu einer progressiven Sprache etc. Und es ist auch allgemein, finde ich, die Frage, was ist denn überhaupt ein unbiased, beziehungsweise die Trainingsdaten, also wann sind die unbiased und wer bestimmt das? Ich behaupte jetzt mal, es gibt keine unbiased Trainingsdaten. Das ist schlicht unmöglich. Es ist immer ein Abbild der Zeit, des Zeitgeistes. Und wenn man jetzt die letzten 2 Jahre nimmt, weiß ich auch nicht, ob es unbedingt in die Richtung, in eine bessere Richtung geht. Ja. Hier hat jemand das Mikro schon. Ah, genau. Die Person ist. Ja, eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Jetzt sind Werte und Normen sind ja sehr kulturspezifisch. Gibt es Anzeichen dafür, dass diese Alignments in unterschiedlichen Regionen der Welt anders gemacht werden? Nein. weil eben nicht in verschiedenen Regionen gedacht wird, würde ich jetzt, also alles, was ich weiß, ist, dass es einfach ein Monopol gibt auf diese Idee des Alignments. Mir kommt da eine Geschichte in den Sinn von einem Machine Learning Konferenz, wo es einen Tisch gab zu Ethik und selbstfahrenden Autos, ganz kurz gesagt, dachte ich so, ah, super, das da gibt es ein großes Bedürfnis, irgendwie das mitzudenken. Es war zuerst mal, wurde festgestellt, ja, wir haben die Ethik nicht im System drin. Und die Lösung war, let's parameterize ethics. Lass uns Ethik definieren und dann quantifizieren und dann bauen wir das in die Optimierungsalgorithmus ein und dann kann das Auto auch Ethik. Und ich fand so, oh, was meint ihr mit die Ethik? So, was macht ihr denn damit, dass es verschiedene Möglichkeiten einer optimalen
Entscheidung im Umfallmoment gibt, das wurde nicht mitgedacht. Und ich würde mal sagen, bis jetzt haben wir diese Vielfalt nicht mitgedacht, oder? Wir haben einfach der Values. Aber ich sage mal, es wird einfacher in Zukunft. Es kommen immer mehr Open-Source-Modelle auf den Markt. Es werden immer mehr veröffentlicht. Und die werden auch immer besser. Und die können jetzt vermutlich auch einfacher dann benutzt werden. Weil das Problem war halt wirklich, es gab jetzt halt sehr viele Gatekeepers bei diesen Modellen. Und daher war das auch gar nicht möglich, irgendwie in verschiedenen Regionen unterschiedliche Alignments zu machen. Dann haben wir hier noch eine Frage oder eine Also Frage. Ist es, genau, vorhin wurde erwähnt, dass man bei den Ausgaben wie überprüfen können sollte, was genau dann aligned wurde. Wie weit ist es dann überhaupt technisch möglich, dass man wie am Schluss dann noch sagen kann, okay, das ist jetzt vom Alignment, oder ist es einfach so eine allgemeine Blackbox, bei der man am Schluss eigentlich meistens gar nicht mehr genau sagen kann, was jetzt aligned ist, was der Originalprompt ist, und also Originalausgabe. Ja. Und kann man das überhaupt technisch unterscheiden? Also bei OpenAI sicher nicht, weil wir wissen nicht, was da alles dazwischen geschaltet wurde. Eben beispielsweise diese Moderationszwischenlayer. Das heißt, da sehen wir es nicht, aber wir sehen es halt bei den Open-Source-Modellen sehen wir es noch extremer. Also dort gibt es auch mittlerweile Modelle, die ganz extrem sind. Das haben wir jetzt hier nicht verwendet, wäre vielleicht auch noch eine Idee in Zukunft, das zu tun. Aber Robert, das ist doch ein guter Moment, um zu den Bildern und zum Prompt zu kommen, weil es gibt schon Beispiele, wo es überraschend transparent ist, finde ich. Ja. Wir können das vielleicht schnell anschauen für die Bilder. Genau, Bilder sind eigentlich noch viel weniger moderiert, sage ich jetzt mal, als Texte. Wollen wir das noch? Da hat es noch eine dringende Frage, glaube ich. Ja, Entschuldigung. Nein, nur es wurde vorher gesagt, vielleicht sind Menschen in Thailand, die solche Modelle so trainen und so. Es gab im Januar vom letzten Jahr, wurde veröffentlicht auf dem Time, so ein Reportage darüber. Und der Titel ist eben, es ist eher in Kenia, es passiert für $2 pro Stunde. Und diese Arbeiterinnen mussten eben so viele Outputs anschauen, um ChatGPT weniger toxisch zu machen. Und es gibt dieses Reportage, ultra spannend, sehr hart. Ja, super Text. Und sonst noch eine andere Art von Bias, weil ich bin Forscherin, aber auch so Lehrperson ich wollte dieses Thema so in Unterricht bringen und ich hatte mir überlegt, wie kann ich das zeigen, diese Bias? Und eine Idee, die mir in den Sinn gekommen war, war Stereotypen von Nationalitäten und so. Und als Prompt habe ich gesagt, ich möchte einen Roman schreiben, ich brauche Figuren für diesen Roman. Sag mir so ein Italiener, 5 Italiener. So. Und dann, es war so spannend, alle so Köche und, und okay. Aber das Schlimmste fand ich, es waren so auch alles so Middle Class oder Upper Class Figuren. Es gab nicht jemanden, der normal, so, keine Ahnung, so normales Beruf macht oder so. Oder? Cool. Und alle auch in der Freizeit machen mega krasse Aktivität, ja. Ja, also sehr cool. Ich glaube, das können wir auch noch aufnehmen, die Nationalitäten in den Bias. Genau, also wenn hier drin noch mehr solche Ideen im Raum sind, die wollen wir alle unbedingt hören. Wir haben, glaube ich, auch nur die offensichtlichsten Dinge jetzt mal in dieses Bias-Testing-Tool gebaut. Ich glaube, wir können da noch viel mehr machen. Aber wir müssen schnell zu den Bildern. Genau, wir wollen auch noch ein bisschen, wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch die Bilder durch. Bei den Bildern gibt es natürlich eben den Bias, auch wie wir schon gesagt haben, und noch stärker. Ohne jetzt zu stark in Technik zu gehen, weil ich muss sagen, bei Bildern ist es noch einiges komplizierter als bei Texten. Versucht mal zu verstehen, wie Stable Diffusion funktioniert und es jemandem in einem Satz zu erklären. Viel Vergnügen. Wie es trainiert wurde, das fand ich jetzt doch interessant. Habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht, beispielsweise bei Stable Diffusion. Da gibt es diesen Common Crawl, der da gemacht wurde, wo 5 Milliarden Image-Text-Pairs aus dem Web gezogen wurden. Das ist beim Web noch
geht das noch relativ einfach, weil meistens gibt es diese Alttexte, also Texte für Leute, die nicht sehen können, und dann wird es beschrieben. Und gerade interessant ist, dass das wurde als Beispiel genannt, und da finde ich auch schon sehr interessant, dass eine French Cat anscheinend immer so ein Barré hat und dass das eine French Cat ausmacht. Das heißt, das finde ich auch schon ein leichter, ein Katzenbias ist hier auch schon zu sehen. Dann eines unserer Beispiele war Flight Attendants, und nur schon, wenn man eine Google-Suche macht, sieht man ja, dass da ein gewisser Bias oder mehrere Biases herrschen. Das kommt ja noch dazu. Also wir fragen jetzt immer einen Bias ab, aber wir könnten eigentlich bei jedem Bild mehrere abfragen, weil es sind mehrere. Also Schönheit ist zum Beispiel etwas, Hautfarbe und Gender. Genau, dann schaut euch doch jetzt mal die Bildmodelle an. Das sind, beziehungsweise wer es schon gemacht hat. Genau, wer es noch nicht gemacht hat. Wir gehen auch, glaube ich, relativ schnell weiter. Aber wir können auch schnell kurz noch zusammen ein paar anschauen. Wir haben hier vier. Eins ist die Familie. Genau, es ist interessant, dass, obwohl wir immer a picture schreiben, manchmal auch gezeichnete rauskommen. Übrigens, wer sich hier schon die Frage stellt, wir überlegen uns, das auch zu automatisieren. Also das kann ja dann auch wieder die Maschine, diesen Knopf des Kategorisierens, ist die Hautfarbe weiß, haben wir es mit einem männlichen oder weiblichen Figur zu tun. Das ist auch etwas, was wir vielleicht dann bald der Maschine überlassen. Genau, wir haben hier auch eine Galerie gemacht, wo man so ein bisschen alles sehen kann. Hier, finde ich, sieht man so ein bisschen eine ganz schreckliche Familie. Das ist eine interessante Familie. Na, wir könnten auch zählen. Wäre natürlich auch interessant. Wie oft ist es die Vier-Personen-Familie? Ja, das stimmt. Die ist nicht oft da. Es gibt sehr oft auch Großfamilien. Genau. Das ist vielleicht dieses Picture, das da reinspielt. Flight Attendants, oder gehen wir da auch in die Galerie? Ja, aber nicht mehr so viel Zeit, oder? Genau, dann machen wir ein bisschen schneller weiter. Ich komme jetzt noch zu diesem Revised Prompt. Genau. Das ist eine Spezialität von DALL-E bzw. ChatGPT 4, also DALL-E 3 und ChatGPT 4. Wenn man da einen Prompt hinschickt, dann kriegt man nicht das Bild zu diesem Prompt, den man hinschickt, sondern man kriegt einen sogenannten Revised Prompt. Das macht auch durchaus Sinn bei irgendwelchen schlechten Beschreibungen, um das Bild ein wenig interessanter zu machen. Also beispielsweise hier dein Traumhaus. Erstens ist es auf Deutsch geschrieben und dann wird es auch noch automatisch übersetzt. Bei anderen Modellen funktioniert es gar nicht. Und dann kommt hier etwas sehr gut Beschriebenes raus. In dem Fall finde ich das eigentlich auch wünschenswert. Also wenn man denkt, ich habe jetzt etwas eingegeben, das kurz ist und nicht viel beschreibt, mache irgendetwas Schönes draus. Gut, aber gehen wir schnell zurück. Also das ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie es verschiedene Ideen von Traumhäusern gibt. Oder? Das ist jetzt eine Variante des Traumhauses. Ich weiß, dass hier drin viele Leute ein anderes Traumhaus vor Augen haben. Wenn, oder? Und das ist halt diese Kontingenz dieses idealen Value Systems oder ethischen Systems, you name it. Es gibt immer eine Vielfalt, und das ist das Grundproblem im Moment mit diesen KI-Alignments. Wie sollen wir... Und ja, also das würde vielleicht dann noch in die Diskussion passen, wenn wir noch Zeit haben. Aber wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir diese Vielfalt irgendwie in die Maschine rein, sodass wir nicht einfach auf ein irgendwie akzeptables Value-Set hin getrichtert werden? Genau, aber go. Hier sehen wir einen weiteren Revised Prompt. Genau, ich habe ein Flight Attendant eingegeben und dann hat es das hier draus gemacht. Also eben, man sieht, wenn ich ein Flight Attendant reingebe, kommt das nicht direkt zum Bildmodell. Das ist so ein bisschen wie das Moderationstool beim Text. Da ist noch ein Layer dazwischen. Und wissen wir irgendetwas darüber? Wie oft jetzt hier Blackmail
reinkommt? Ist das ein Zufallsgenerator? Was genau passiert hier? Das wissen wir nicht. Oder? Also ich habe mal versucht, diesen Prompt so reverse zu engineeren, indem ich auch mal so in anderen Talks wurde auch schon erwähnt, wie man das hinkriegt. Etwas, was zurückkam, war, dass divers ist Teil des Prompts, was auch des Systemprompts. Und darum nehme ich mal an, dass wann immer irgendwie Personen vorkommen, dass das einfach genauer beschrieben wird. Und ich nehme mal an, es wird gewürfelt. Also ich, oder ja. Du nimmst mal an. Eben, ich nehme mal an. Wir müssen das wissen. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Revised Prompt, dass du mir das erste Mal davon erzählt hast. Dachte ich, what are you talking about? Was meinst du revised? Ich gebe auf einen Prompt ein und der Prompt wird irgendwie ausgegeben. Nein, irgendwas wird daran rumgewerkt. Und wir wissen nicht, wer nach welchen Richtlinien. Also das sind die Ebenen, die mich wahnsinnig interessieren. Und ich würde auch sagen, weil es eigentlich relativ simpel ist, ein Sprachmodell zu trainieren und diese Firmen unterdessen doch relativ groß sind und große Budgets verbraten. Ich glaube, die meiste Entwicklungsarbeit geht auf diese Levels, so die Sprachmodelle einfach mal dazu zu bringen, dass sie Text generieren oder die Bildmodelle, dass sie Bilder generieren, das ist nicht mehr so schwierig. Aber das obendrauf. Hier sehen wir den ein Jailbreak, nennt man das beim Prompt Engineering mittlerweile. Das ist, witzigerweise habe ich das im Forum von OpenAI entdeckt, weil ich dachte, ich habe die API, also die Programmierschnittstelle verwendet, um die Bilder zu kriegen und kriegte immer diesen Revised Prompt und dachte dann, hey, aber ich muss doch irgendwie sagen können, ich will nicht, dass es revised wird. Das gibt's aber nicht. Und dann hat dort irgendwie ein OpenAI-Engineer hat dann irgendwie geschrieben, ja, verwende doch einfach noch das dazu. Und dann sollte es gehen. Also da sieht man auch, dass da eben ein Sprachmodell dahinter ist, weil der Mechanismus ist der gleiche. So habe ich es dann hingekriegt, dass der Revised Prompt dem entsprach, den wir eigentlich wollten. Also alle unsere Bilder werden jetzt auch so generiert. Genau. Das bringt uns gerade noch zum nächsten. Wir müssen ein bisschen schneller, wir sind gleich fertig. Das ist das, von was du gesprochen hast, wo du vorgegriffen hast. Google hat kürzlich ja ein neues Modell rausgebracht, Gemini, und hat dann die Bildgeneration gleich wieder zurückgezogen, weil solche Sachen passiert sind. Also einerseits hat es diverse Senatoren aus dem 19. Jahrhundert gezeigt, die es damals sicher nicht gab. Und auch, die es aber hätte geben sollen. Das ist Geschichtsklitterung auf generative KI-Art. Genau, aber auf jeden Fall, und da merkt man halt, der geschichtliche Kontext fehlt diesen Bildmodellen. Also es ist auch schwierig, das zu erwarten, wenn man auch weiß, wie sie Bildmodelle entstanden sind. Also die können einzelne, die haben noch kein Verständnis von der Welt, geschweige denn von der Geschichte. Vielleicht werden sie das in ein paar Jahren haben und dann werden solche Sachen genauer sein, aber momentan haben sie es nicht. Das bringt mich noch zum Schluss. Das ist aus einem sehr empfehlenswerten YouTube-Video von der London Interdisciplinary School, die den Bias noch einmal erklärt, unter anderem am Beispiel von Barbie-Puppen. dort wird auch die Frage gestellt, ja, was wäre denn richtig bei diesen Biases? Und ich behaupte mal, es gibt kein richtig, sondern müssen wir gesellschaftlich aushandeln. Also zwei Beispiele, die genannt wurde, eben Fortune 500 CEOs. Die Realität sieht so aus wie oben links, also jetzt nur in Bezug aufs Geschlecht. Also eine Frau und, was sind das, 9 Männer? Nein. Doch, 9 Männer und rechts wäre jetzt sozusagen ein ausgeglichenes Verhältnis. Dann ist aber die nächste Frage, wie sieht es denn aus beispielsweise, wenn wir wirklich wollen, dass es 50-50 ist, bei Leuten, die im Gefängnis sind, dort machen Männer 93% aus, wollen wir dann auch, dass es ausgeglichen ist? Also es sind alles gesellschaftliche Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn es um diese Modelle geht und die ich echt nicht einfach zu beantworten finde und wahrscheinlich auch nicht auch schwierig sind überhaupt, weil in dem Moment, in dem wir Sprache in Bilder umwandeln, haben wir den Bias der Sprache schon sowieso schon drin. Und
die Beschreibung der Welt ist mit Mitsprache sowieso unmöglich unbiased hinzukriegen. Also insofern ist der Quickfix, den ich oft höre in Diskussionen zum Thema, lass uns den Bias wegmachen aus den Maschinen, der überzeugt mich überhaupt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht eher das Gegenteil, lass uns den Bias sehr deutlich machen. Wir können sehr viel lernen von diesen Biases, die in den Maschinen drin sind. Haben wir dazu noch eine, zwei, können wir noch? Eine kurze Frage vielleicht, haben wir noch Zeit? Also ich möchte anmerken, dass die Erzeugung von Bildern ja nicht sinnfrei ist. Und insofern finde ich das gut, dass der Revise Prompt ausgegeben wird, weil man auf dieser Basis dann den Prompt so anpassen kann, dass das gewünschte Resultat erzeugt wird. Also Beispiel das Haus oder mein Traumhaus sieht nicht so aus, aber ich möchte natürlich vielleicht für einen Architekten dann das so visualisieren, dass dann das rauskommt, was ich will. Das zweite ist Alignment dann nicht quasi das schönere Wort für Zensur? Und Zensur ist ja natürlich etwas, was wir alle nicht unbedingt wünschen, oder? Also ja, da geht die Frage und die Diskussion dann stark auseinander. Genau, was halt wieder die Machtfrage stellt, oder wer hat die Macht zu bestimmen, wohin das aligned werden sollte? Und das ist dann wirklich nicht mehr so unterscheidbar von Zensur, weil da auch ein Machtapparat einfach eine Idee hat, wie die Bevölkerung aligned sein sollte und alles, was nicht aligned ist, wird unterdrückt. Es sind wirklich sehr, sehr wichtige Machtfragen damit drin und sie sind eben nicht gelöst, indem wir sagen, wir lassen diesen Bias jetzt aus den Maschinen verschwinden. So einfach wird es nicht sein. Okay, ja. Gut, ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, die Diskussion hier abzubrechen im Interesse des Streams und unseres allgemeinen Fahrplanes. In diesem Raum geht es dann weiter mit einer Diskussion oder einer Präsentation über die EID. Zuerst möchte ich jetzt danken beiden unseren Präsentatoren und auch dem Publikum für eine sehr animierte Workshop-Session. Vielen Dank.